Ja, saluto. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag über IDU, eine Sprache für Europa, ein kleiner Sprachkurs. Wir warten vielleicht noch eine Minute, es kommen noch Leute hinein, bevor ich anfange mit meinem Kurs. Ein paar Hinweise zuvor. Sie können also Fragen gerne im Chat stellen. Sie sind wohl stumm geschaltet, sodass Sie also den Gruppenchat finden Sie entweder unten oder oben auf Ihrer Zoom-Leiste, den Chat. Da sind schon die ersten Willkommensgrüße von einigen IDisten zu sehen. Können Sie also Fragen formulieren, die ich entweder direkt während des Vortrages beantworten werde, beziehungsweise am Ende. Gut, das scheint sich jetzt zu stabilisieren, die Teilnehmerzahl. Also ich würde dann anfangen. So, also dann noch einmal ein herzliches Willkommen an alle. Und ich möchte Sie in diesem kurzen Vortrag ein bisschen in die Sprache IDU einführen, wie sie konstruiert ist, ein paar Beispiele für Texte bringen mit IDU und was man mit dieser Sprache machen kann. Wenn wir uns vorstellen, dass wir jetzt eine Sprache erfinden würden und logisch herangehen würden, dann bräuchten wir halt bestimmte Grundbestandteile einer Sprache. So, wir bräuchten ein Alphabet, wir müssten Ausspracheregeln haben, wir müssten einen Wortschatz erfinden, wir bräuchten eine kleine Grammatik, um diese Sprache zu konstruieren und am Ende könnten wir dann könnten wir mit dieser Sprache arbeiten. Und hier im Beispiel werden wir kurze Texte uns ansehen. Leider ist es dieses Jahr nicht möglich, gemeinsam etwas zu lesen und zu übersetzen, aber ich werde versuchen, das ein bisschen zu simulieren. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Wenn Sie Probleme mit der Verbindung haben, würde ich mein Video hier noch abschalten. Gut, woraus besteht Sprache? Sprache ist zum einen ja in der geschriebenen Form bekannt. Da brauchen wir also ein Alphabet, um sie darzustellen. Und wir haben die gesprochene Sprache, die ge bestimmte Regeln der Aussprache benötigt, damit man sich auch gegenseitig verstehen kann. Und natürlich brauchen wir auch eine Grammatik, also Regeln, wie die Wörter in Beziehung stehen, um auch sinnvolle Sätze von uns zu geben. Lassen wir uns mit dem Alphabet anfangen und überlegen gemeinsam, welches Alphabet wäre denn geeignet für eine Sprache, die leicht zu lernen ist und die von möglichst vielen Leuten auch gelesen werden kann. Sehen wir uns Sprachen an, die im europäischen Raum, das ist jetzt etwas eurozentrisch, das gebe ich zu, sind, dann haben wir Sprachen, die also von großer Wichtigkeit sind, das Spanische, das Französische. Auch das Deutsche als die am häufigsten gesprochene Sprache in der Europäischen Union. Und wir haben natürlich auch andere Zeichensätze. Aber IDU ist historisch im europäischen Raum entstanden. Gehen wir also erstmal von diesen Grundlagen aus. Und was auffällt ist, wir haben also eine gemeinsame Schnittmenge an Zeichen im Zeichensatz. Und diese Schnittmenge stammt aus dem Latein. Und interessanterweise verfügt auch das Englische über den gleichen Zeichensatz wie das Lateinische. Das heißt, das ist wäre eine gute Grundgesamtheit, mit der man anfangen könnte. Und so hat IDU, zu dessen Historik komme ich etwas später, auch diesen gemeinsamen Zeichensatz benutzt, also den des Lateinischen. Das heißt, wir haben die Standardbuchstaben des Alphabets und keine weiteren Zeichen sind im IDU vorhanden. Also wir haben unser Alphabet ohne Umlaute, den rein lateinischen Zeichensatz. Für diese Zeichen, wenn die in einer bestimmten Reihenfolge stehen, brauchen wir auch Ausspracheregeln und diese Regeln sollten möglichst übersichtlich und einfach sein. Also das geschriebene Wort sollte ganz eindeutige Regeln für die Aussprache beinhalten. Und im IDU haben wir also Ausspracheregeln für jeden Buchstaben des Alphabets. Und wir haben auch einige Digraphen, also Buchstabenfolgen, die aus zwei Buchstaben bestehen und die aber nur einen Laut darstellen.
Und wir haben Ausspracheregeln, die uns im Allgemeinen bekannt sind. Also auch im Deutschen kennen wir ja Wörter, wo das C mal wie mit Z ausgesprochen wird. In anderen Sprachen wird es mal auch teilweise mit K ausgesprochen. Also wir haben bestimmte Ausspracheregeln, die jetzt hier sind die wichtigsten Ausspracheregeln, die von der deutschen Sprache abweichen. Zum Beispiel das CH wird mit ein SZ, SCH im Deutschen mit einem T, also ein scharfes SCH ausgesprochen, während ein SH hier eher wie rasch, zum Beispiel im Wort Schuh. Also wir haben relativ einfache und übersichtliche Ausspracheregeln. Das Y wird wie ein J ausgesprochen. Wir kennen es aus dem Wort zum Beispiel für Yoga oder dem englischen Yes. Also diese Ausspracheregeln sind relativ übersichtlich für die einzelnen Buchstaben und es gibt, wie gesagt, nicht für jeden Laut nur ein Zeichen. Es gibt auch Laute, die zwei Zeichen darstellen, die durch zwei Zeichen dargestellt werden. Wenn jetzt längere Buchstabenfolgen auftreten, dann sprechen wir ja von Wörtern und auch für diese müssen wir Regeln haben, wie die auszusprechen sind. Und wir haben im Allgemeinen, wird die vorletzte Silbe bei IDO-Wörtern betont. Und es gibt ein paar Ausnahmen, wenn zum Beispiel die letzten beiden Buchstaben in einem Wort zwei Vokale sind, dann wird die vorvorletzte Silbe betont, beziehungsweise beim Infinitiv der Verben wird auch die letzte Silbe betont. Also eine über einfache Betonungsregeln, die klar machen, wie das Wort auszusprechen ist. Ja, da brauchen wir natürlich noch Wörter. Wir müssen also Wörter bilden. Und welche Regeln könnten wir zu dieser Wortbildung, wie könnten wir das uns überlegen? Und die Überlegung damals der Erfinder des IDOs war, wir nehmen 6 definierte Wortbildungssprachen. Das sind die häufigsten Sprachen, die also von den meisten Menschen im europäischen Sprachraum verstanden wurden. 6 Wortbildungssprachen und teilweise wird dort noch hinzugezogen, wenn man sich unklar ist, welches Wort zu wählen ist. Das Latein, aber auch später wurde das Esperanto häufig berücksichtigt, welche Wörter dort gewählt wurden, um eine möglichst hohe Erkennbarkeit zu entwickeln. Ich erläutere das mal an einem Beispiel hier, zum Beispiel für das Wort Lampe. Dort haben wir in allen Sprachen sehr ähnliche Wortstämme, Lamp im Englischen, Lampe im Deutschen zum Beispiel oder Lampa im Russischen, sodass wir immer den gemeinsamen Wortstamm haben. Und so gibt es halt kaum eine Frage, wie das IDO-Wort heißen sollte. Und das ist dann Lampo. Das O steht für ein Substantiv. Manchmal ist die Sache aber im Leben nicht so einfach. Zum Beispiel haben wir für das Wort Pferd unterschiedliche Wörter in den einzelnen Sprachen. Horse im Englischen, Cheval im Französischen, Cavallo im Italienischen. Oder im Deutschen Pferd, im Russischen Lordschatz. Es würde schwerfallen, aus diesen Wörtern ein gemeinsames Wort zu bilden, aber welches Wort ist in allen Sprachen bekannt, ist das Wort für Kavallerie. Und so heißt das Esperanto-Wort, das Ido-Wort, Entschuldigung, Cavallo. Das Esperanto-Wort heißt Chevalo mit umgekehrtem Tegmentum hier. Das heißt, wir wählen im Zweifelsfall Wörter, die verwandt sind mit dem Wort, was wir erzeugen wollen und aber eine hohe Wiedererkennbarkeit und Erlernbarkeit beinhalten. Mit diesen Regeln erreichen wir eine sehr hohe Übereinstimmung mit den Wortbildungssprachen. Natürlich, das Französische liegt sozusagen an der Schnittstelle zwischen den Sprachen. Spanisch, Italienisch, Englisch, Deutsch hat die höchste Wortabbildungssprache. Also Sie können die Franzosen können 91% der Wörter, wenn sie IDO lesen, sofort sich erschließen, weil der Wortstamm bei ihnen der gleiche ist. In den anderen Sprachen ist es dann teilweise niedriger. Das Russische ist von der Sprachfamilie her natürlich am weitesten entfernt und hat dann aber immerhin noch über 50% der Wortstämme sind auch im Russischen erkennbar. Also wenn man diese Sprache lernt, kann man die Texte zum großen Teil sehr gut lesen, insbesondere wenn man in den romanischen Sprachen schon Vorkenntnisse hat, dann lesen sich diese Texte quasi von selber. Neben diesen Wortstamms
existiert ein System, was uns auch aus anderen Sprachen bekannt ist, der Präfixe und Suffixe, um Wörter zu verändern, beziehungsweise ihnen einen neuen Sinn zu geben. So haben wir zum Beispiel für das Begriff eines Schwieger, also eines angeheirateten Mutter oder Vaters, die Präsilbe bo. Bo matro ist die Schwiegermutter und bo patro ist der Schwiegervater. Und zum Beispiel für das Gegenteil, des stellt das Gegenteil dar. So kann man also, wenn man einige Wortbildungspräfixe beherrscht, sehr schnell weitere Wörter bilden. Viele sind bekannt, ex, miss, auch aus dem Deutschen, oder prä. Also der Großteil dieser Wortbildungspräfixe ist uns von vornherein eingängig und bekannt. Man muss also nur wenige Wörter wissen und kann trotzdem sehr viele Wörter bilden, indem man diese Präfixe beherrscht. Es gibt auch eine ganze Reihe von Suffixen, also Wörter, die an andere Wörter angehängt werden. Homo ist der Mensch, homacho wäre der Schuft, und ich frage dann immer, was wohl hundacho heißen könnte. Leider ist jetzt die Antwort, können Sie im Chat gerne schreiben. Also man hat dann die Möglichkeit, Wörter zu verändern. Dormada ist also ein langes Schlafen, und man kann auch diese Silben kombinieren. Hundacho ist nicht der Mann, es ist der Köter. Ja, Eger ist vergrößernd, und dann kann man zwei Suffixe kombinieren. Redegada ist das langanhaltende Lachen, sodass man also mit einigen Wortbildungssuffixen weitere Wörter bilden kann. Interessant wahrscheinlich auch noch, dass im Ido ein Maskulinum existiert. Also zum Beispiel Hundulo ist der Rüde, Catulo ist der Kater. Diese geschlechtsbestimmenden Suffixe werden aber nur eingesetzt, wenn es unbedingt notwendig ist. Also wenn ich zum Beispiel sage, Katja ist essas instructisto, dann sage ich nicht instructistino, weil das ja an dem Namen schon erkennbar ist, dass es sich um eine Frau handelt. Wir verwenden also diese Dinge nur, wenn wir sie unbedingt wissen, um jetzt etwas klarzustellen, was andererseits interessant ist. Ansonsten ohne diese Form, so Kato ist einfach nur die Katze, egal ob Männlein oder Weiblein. Und dadurch haben wir also eine maskuline Form, die das teilweise ein bisschen einfacher macht und Missverständnisse auch vermeiden kann. Dann brauchen wir noch ein bisschen Grammatik. Und wir haben auch dort einfache Regeln. Substantive enden auf O, Adjektive enden auf A, Verben im Infinitiv auf R, A, und abgeleitete Adverbien enden auf E, sodass man an dem Wortende erkennen kann, um was für eine Art von Wort es sich handelt. Die Deklination der Substantive ist einfach und übersichtlich. Wir haben noch vier Fälle. Der Genitiv und der Dativ werden durch Präpositionen gebildet. Der Akkusativ existiert eigentlich nicht, es sei denn, man stellt die Wortordnung um. Normalerweise, zum Beispiel im Englischen, Subjekt, Prädikat, Objekt, dann braucht man keinen Akkusativ, weil durch die Wortstellung klar ist, was das Subjekt und was das Objekt ist. Nur wenn man die Reihenfolge umstellt, verwendet man im Ido die Endung N. Die Blumen liebt der Vater, oder hier die Subjekt, Prädikat, Objekt, der Vater liebt die Blumen. Der Plural wird mit I gebildet. Das ist also ähnlich wie im Latein und im Russischen. Gibt es also Formen von der Deklination, die im Plural auf I enden. Artikel, la, wird nicht dekliniert. Manchmal hat man das Problem, Namen werden im Ido nicht verändert. Das heißt, wir haben das Problem, dass wir hier kein I zum Teil anhängen können. Das heißt, wir verändern den Artikel, um klarzumachen, dass es sich um mehrere Meyers, mehrere Jeanshosen handelt oder um mehrere Pauls. Ja, vielleicht noch kurz. Adjektive und Adverben werden nicht dekliniert.
Die Adjektive, sie sind unveränderlich. Das heißt, sie bleiben so, wie sie sind. Es gibt keine Deklinationsregeln für sie. Komparativ wird gebildet mit plu, schöner und weniger schön. Und dann haben wir noch Superlativ, auch aus dem Lateinischen wohl bekannt. Ja, elu essas plu bela cum la maxim bela flori. Da wird dann immer gerne übersetzt im interaktiven Modus. Sie ist schöner als die schönsten Blumen. Personalpronomen, drei Formen. Erste, zweite, dritte Person. Me, tu, lu. Es gibt da noch die Möglichkeit, nach er, sie, es zu unterscheiden. Das gleiche ist für die Pluralform ni, wie und li. Das unpersönliche Pronomen ist onu, su. Also sehr einfache und übersichtliche Regeln. Jeder weiß, dass das aus dem Englischen kommt. Man musste hier nur um eine Zwei-Buchstaben-Kombination gewählt werden. Deswegen das mi. Me pensas que mea discurso balde finos. Ich denke, dass mein Vortrag bald enden wird. Ja, natürlich gibt es hier weitere Formen, Partizipien, Imperativ, Konditional. Ich gehe nicht durch die Dinge durch. Grundsätzlich, A steht für die Gegenwart, I für die Vergangenheit. Das ist genauso wie im Esperanto. Und O für die Zukunft. Und alle Formen, egal ob die erste, zweite oder dritte Person, werden gleich gebildet. Das ist wie im Schwedischen. Das heißt, wir müssen immer das Personalpronomen voranstellen, um klarzumachen, für wen es gilt. Nicht so wie im Russischen, wo man nur sagen kann, lubju, und klar ist, dass ich es bin, der dies tut. Das heißt, wir haben hier aber dafür im Gegensatz dazu übersichtliche und einfache Konjugationsregeln. Hier sind ein paar Beispiele. Me lectas, ich lese, tu lectas, ni lectas, wir lesen. Und die Vergangenheitsform mit is und die Zukunftsform mit os. Also diese Konjugationsregeln sollten sehr schnell zu erlernen sein. Reflexivpronomen in der Form sua zu unterscheiden von dem Personalpronomen. Ja, die Zahlen dem Lateinischen angelehnt. Un, du, tri, qua, quint. Höhere Zahlen werden durch Zusammenfügen gebildet. Und wir haben also eine sehr einfach zu erlernende Zahlenfolge. Ordnungszahlen mit der Endung esma. Auch sehr leicht zu bilden, alle gleichmäßig, ohne Ausnahmen. Ja, Fragewörter. Fragewörter sind dem Lateinischen entlehnt zum größten Teil. Also auch sehr leicht zu lernen. Quale, Qualität, wie etwas beschaffen ist. Oder Quante, wie viel. Und wir haben noch ein allgemeines Fragewort K oder Kat, je nachdem, ob danach ein Konsonant oder ein Vokal steht. Wenn man also irgendeine Frage, die ohne Fragewort einzuleiten wäre, hat, dann sagt man K, das ist wie so ein Achtungsruf. K tu lectas, liest du? K onu audas mi, hört man mich? Mi es perdas que yes? Ansonsten bitte im Chat beschwerden, falls die Bandbreite nachlässt. Ja, dann brauchen wir noch einige Bindewörter. Hier ähnlich wie im Englischen die Möglichkeit, vor Vokalen einen Konsonanten hinzuzufügen oder diesen wegzulassen vor Vokalen und Konsonanten, um den Sprachfluss etwas zu verbessern. Auch viele dieser Wörter sind dem Lateinischen entlehnt. Ja, hier eine Leseübung. Ich muss sie leider jetzt alleine machen. Saluto, das ist also der Gruß, der weniger formal ist. Und Bona Giorno ist der Gruß, der etwas formaler ist. Quale vunum esas? Wie heißen Sie? Mea nomo esas. Ube vu loggias? Me loggias in Schwilosin. Cavu havas animali? Haben Sie Tiere? Me havas ducati. Ja,
Ich glaube, ich kann es hier abschließen. Sie können selber versuchen, diese Texte dann für sich zu übersetzen. Es sollte kein großes Problem darstellen, wenn Sie etwas Hintergrund in Latinsprachen haben. Ja, diese Leseübung wird dann immer abwechselnd durchgeführt. Hier würde ich jetzt weglassen. Es stammt aus einem ehemals sehr aktiven Podcast eines mexikanischen Idisten. Dort, er hat sehr viele interessante Dinge über Mexiko eingesprochen. Und ja, es ist relativ leicht zu lesen, auch für, sage ich mal, Anfänger. Ja, für mich persönlich, ich habe Esperanto und Ido gelernt. Man braucht wirklich nur eine kurze Zeit, um diese Sprachen zu lernen. Ido selbst ist also aus dem Esperanto entstanden, 1907. Im Ende des 19. Jahrhunderts hatte Zamenhof ein paar Vorschläge, der Erfinder des Esperanto, gemacht, um Ido, sage ich mal, noch weiter an die Gesellschaft hineinzubringen. Das Problem war, es gab halt einige Probleme, sodass Esperanto nicht weithin akzeptiert wurde. Eins waren die Sonderzeichen, die damals Probleme gemacht haben beim Druck. Und dann haben sich halt 1907 Wissenschaftler zusammengesetzt, haben sich ein paar Reformvorschläge angehört und haben dann das Esperanto gewählt, aber hatten zur Maßgabe gemacht, dass bestimmte Dinge verändert werden an der Sprache. Das wurde aber nicht von den Esperantisten nicht übernommen. Und so haben dann diese Sprachwissenschaftler ihr eigenes Sprachprojekt erzeugt. Und bis 1914 wurde also sehr viel an der Sprache so herumgedoktert, was nicht besonders günstig für die Verbreitung war. Es gab dann aber eine breite Bewegung in den 20er Jahren. Der Erste Weltkrieg kam noch dazwischen. Und man kann sagen, dass seit 1925 die Grammatik fest ist. Und dann gab es halt die unglücklichen Ereignisse der Geschichte, die natürlich, sage ich mal, Projekten, die international aufgestellt waren, also den Esperantisten und auch den Idisten schwer zugesetzt haben, weil natürlich in diesen Zeiten nicht erwünscht war, dass Leute sich über Ländergrenzen neutral so verständigen können. Ja, viele fragen sich, ich kenne Esperanto, was ist jetzt so der Unterschied? Der Unterschied ist im Wesentlichen, dass wir das lateinische Alphabet benutzen, keinerlei Sonderzeichen. Das macht es natürlich viel einfacher, zum Beispiel auf der Handy-Tastatur oder auf der Computertastatur Texte zu schreiben. Wir haben diese definierten 6 Wortbildungssprachen und das Adjektiv ist unveränderlich und die Pluralendung erfolgt auf I. Im Esperanto gibt es dann teilweise eine Häufung von den gleichartigen Endungen von Adjektiv und Substantiven, die manchmal nicht jedem gefallen. Ja, Ido ist auch sparsam mit dem Gegenteil. Das heißt, wir haben hier nicht die Standard-Gegenteilbildung. Also Bohne ist im Ido nicht Malbohne, sondern einfach nur Male. Und Dextre ist Sinistre. Die Idee dahinter war, dass unterschiedliche Dinge auch sehr unterschiedlich heißen müssen. Ja, also stellen Sie sich vor, Sie sind im Flugverkehr und dann sagen Sie dem Flieger in einer Stunde, Minute der Gefahr, er soll nach rechts oder nach links. Da ist der Unterschied zwischen Dextre und Maldextre nicht ausreichend. Ja, da ist es besser, wir haben 2 unterschiedliche Wörter. Das ist jetzt nur ein extremes Beispiel und ich will auch keine. Esperanto ist eine tolle Sprache, ich spreche beide. Im letzten Jahr nicht mehr so aktiv, weil ich beruflich viel zu tun habe. Persönlich erscheint mir Ido aufgrund der stärkeren Betonung des Latin natürlicher, aber Esperanto hat bei Weitem die größere Verwendbarkeit in Kongressen und Meetings. Aber prinzipiell kann man, wenn man Ido spricht, sich super mit Esperantisten unterhalten. Haben wir auch auf der Expo Lingua immer fröhlich uns unterhalten mit Ido. Antwortet auf Esperanto und umgekehrt. Das klappt also super. Man kann beide Texte lesen. Alle Idisten wissen, dass es Esperanto gibt, aber ich glaube, nur eine verschwindende Minderheit von Esperantisten kennt überhaupt Ido. Da gibt es höchstens im Kreuzworträtsel mal die Sprache nach einer Plansprache und das
Gut. Vorteile von diesen Plansprachen: Man lernt sehr schnell. Ich habe ein Wochenende Praxis gebraucht, um fließend sprechen und zu können. Und ich bin kein Sprachgenie. Esperanto war damals meine erste Sprache, die ich überhaupt denken konnte. Und das nach 10 Jahren Russisch und 8 Jahren Englisch. Da habe ich nur ein Wochenende benötigt, um fließend diese Sprachen zu lernen, nach ungefähr einem Jahr Selbststudium. Das sind neutrale Verständigungssprachen. Sie bevorteilen also zumindest im europäischen Raum nicht in der gleichen Art und Weise, wie es zum Beispiel das Englische tut. Und man hat die Möglichkeit, freundschaftliche Kontakte, Reisen. Selber habe ich viele Dinge davon wahrgenommen. Und man kann sich heute auch immer noch im Internet oder in Videokonferenzen da treffen. Die Deutsche IDO-Gesellschaft hat hier ihren eigenen Auftritt. Sie können auch auf den Expolingua-Auftritt gehen. Sie finden dort die gängigen Kanäle und auch hier ist die Webseite der Deutschen IDO-Gesellschaft www.idolingvo.de. Wir führen wöchentliche Videokonferenzen durch, donnerstags 18 Uhr. Hier ist die URL. Vielleicht kann Sie einer von den Edisten noch hineinpassen. Ich will es jetzt nicht probieren. Und wöchentlich internationales Treffen, auch jetzt zur Zeit, und der Deutsche IDO-Gesellschaft hat ihre eigene Liste. Ja, ich danke für die Aufmerksamkeit. Es ist noch Zeit für einige Fragen, gerne im Chat. Und ja, Kavu havas kvestioni. Natürlich schicke ich gerne, Sie haben ja meine Adresse, glaube ich, auch die Präsentation zu. Stellen wir gerade auf die Seite. Gut, es scrollt hier durch. Ich gucke den Chat durch, ob in der Babileo, ja, welche. Es geht ein bisschen schnell im Chat. Gut, ja, gerne auch die IDisten mich ein bisschen unterstützen mit den angeforderten Informationen im Chat. So, wir haben noch 3, 4 Minuten, glaube ich. Bitte gerne den Vortrag. Danke für den Mut, den Sie mir machen. Gibt es auch andere? Ja, es gibt auch in anderen Sprachfamilien. Wir haben ja zum Beispiel im Kiswahili in Ostafrika auch eine Art Verständigungssprache. Und im Indonesischen, das Bahasa Indonesia, ist auch eine vereinfachte Form. Dann, welches Land spricht man jetzt? Ido? Tja, vielleicht in einigen 100 Ländern eine Minderheit von ganz wenigen Leuten. Wie viele Sprecherinnen? Sicherlich einige Tausend, die also sich über die Welt verstreuen. Also man trifft sich dort eher so dann privat oder im Internet oder auf Videokonferenzen. Gut, ist abgelegt der Vortrag. Dort haben Sie den Link oben. Ja, 2.000 bis 5.000 laut Wikipedia. Aber wie gesagt, diese Sprache kann eigentlich jeder lesen. Und wir machen immer wieder die Erfahrung, Leute kommen, Rad brechen und nach ein paar Wochen können sie schon richtig mitmachen. Also für mich persönlich waren beide Sprachen innerhalb von einem Wochenende fließend zu lernen, nachdem ich natürlich ein bisschen Selbststudium mich vorbereitet hatte. Gibt es Bücher in Ido, Romane? Ja, jede Menge. Müssten Sie auf die Seite www.idoli gehen. Dort verlinkt einer unserer aktivsten Idisten immer fleißig aktuell erscheinende Literatur. Da kommt praktisch jeden Monat irgendwas dazu. Manchmal auch jede Woche. Also es gibt definitiv mehr Bücher, als man lesen kann. Auch interessante, ich kann noch mal eins zeigen, glaube ich. Achso, ich weiß gar nicht, ob ich zu sehen bin. Ich habe hier La Milito del Mondi, der Krieg der Welten von H.G. Wells, übersetzt von Brian Drake. Also es gibt auch übersetzte Weltliteratur, aber es gibt auch Leute, die in Originalsprache schreiben. Gut, wir werden vielleicht gleich ausgeklinkt. Vielleicht schickt noch jemand den Link auf unser. Sie finden also uns dann im Chat über die Expolingua-Seite. Ich kann jetzt hier schlecht ausmachen. Wenn man Journalist sein möchte. Also um andere Sprachen zu lernen, ist es ein super Start. Das heißt,
Man versteht andere Sprachen sehr gut. Ich war in Frankreich häufig, ich habe kein Französisch gelernt, konnte mich aber teilweise zum Horror der Franzosen, muss ich sagen, sehr gut verständigen, allerdings ohne Grammatik. Aber ich habe die Wortstämme alle gewusst. Ja, Sie können dort auf die Expo Lingua gehen, auf den Link Online 2020. Dort treffen sich dann noch die Idisten. Ich gucke auch noch kurz rein im Anschluss an die genau, Ausstellerseite. Dort können Sie klicken und wir gehen noch in die Expo Lingua, in den Teamroom rein für unseren Stand. Ich bitte sehr, ist gern geschehen. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen. Und wenn Fragen sind, ich gehe jetzt auch gleich noch mit in den Chat. Dann können wir uns noch ein bisschen unterhalten. Gut, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.